Statt wir gehen weiter ins Satte Hugo Video. Zwischen uns knistert's. Let's fucking go. Zu machen, ey. Die werde ich essen. Die werde ich essen mit richtig viel Hass. Ihr habt Krabbenkrebse, Shrimps. Ihr habt. Ey, kennt ihr diese Fliegen, die ganze Zeit nur durch die Raummitte fliegen und immer wieder einem ins Gesicht fliegen und dann landen wollen? Ja, ich schwöre. Oder was? Was ist denn mit den Fliegen? Warum? Warum macht es das? Ja, würde die Fliege irgendwo meinetwegen in einem anderen Eck von der Wohnung sein? Setz dich hin, kann ich dir was anbieten? Wenn du Wasser willst, ey, Wasserhahn lief noch, da ist noch nass oder so. Aber dieses ständige ins Gesicht fliegen fuckt so ab von den Idioten. Also, ne, die sind ja nicht schlau, aber so dumm kann man doch nicht sein. Aber die gehen, glaube ich, nach Geruch, ne? Wenn so Pferdehaufen ist, halten die sich auch da auf. Ich glaube, das impliziert einfach nur, dass Max eigentlich wahnsinnig gestunken hat in dem Moment. Wie dumm ist die denn? Digga, ich habe jetzt eine Fliege auf dem Bildschirm, Alter, warte mal. Die arme Fliege, ja, ich hau da einen über den Dürs und schmeiße die in mein Aquarium. Meine Hechte freuen sich, Digga. Ja. Yeah. Bro, einfach mit Cap. Einfach, Bro, mit Cap. Er haut da ein, als ob so eine, wie nennt man das nochmal, Chat? Einen auf den Dürs und dann ins Aquarium. Wie nennt man das nochmal, Fliegen, Klatsche? Fliege, Alter. Tja, wenn eine Fliege mir auf den Sack geht, dann kriegt sie einen über den Dötz und dann freuen sich die Hechte. Der Kollege hat den Wrestling in zur Hölle gemacht, aber am Ende bin ich der Sieger. Am Ende der Jagd! Da, seht ihr? Habt ihr gesehen? Da, da, da! Ich bin eins mit der Natur! Was läuft? Willkommen zum nächsten Video. Guten Morgen! Wenn du den Blick nach unten hattest, dreh den Blick wieder nach vorn. Oh. Ich wusste gar nicht, dass auch Antonia den Hotchip gegessen hat. Bro. Crazy. Was ist denn da los? Alter. Wow. Boah, das holt mich gerade übel ab, Mann. Ist das krass. Ui. Oh yeah. Also im Grunde testen wir jetzt gleich TikTok-Gadgets, Freunde. Also heute ist es hier ein Reef-TV-Stream, Bro. Kein Gameplay, nur just Chatting und dann auch ein Video für YouTube aufnehmen, Bruder. Nee, Kevin, das ist einfach ein Kevin-Stream. Du schiebst es immer auf mich, aber du klaust meinen Partnerschub, klaust meine Formate. Soll ich mal ganz kurz einen Kevin-Stream machen? Okay, Chat, ist jetzt Giga-Cringe. Okay, Giga-Cringe, Chat, bitte. Shut up, ich muss ganz kurz machen. Bilbo ist fürs Thumbnail. Was? Oh, shut up, Chat, halt's Maul, ich muss das machen. Das ist... Du musst dir überlegen, das ist ein Streamer und er sagt einfach im Livestream, yo, ich muss kurz fürs, also, dass man das nicht einfach kurz nach dem Stream macht, einfach on Stream, ich mach kurz Bild für ein Thumbnail. Was? Ey, das ist so krass. Das ist so crazy, Mann. Aber ist halt fucking smart, ne? Du streamst erst und danach, das ist wie Reactions. Verdammt, das ist wahrscheinlich wie dieses Video. Damn. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist, dass ich onstream schlafe, meine Cam nicht geht und Seife rechts unten läuft. Ich muss gerade im Schlaf ziehen. Ich hab noch nie gut zu. Es ist wieder soweit. Er hat eine neue Frau, die er versucht, auf eine ganz seltsame Art und Weise rumzukriegen. Man denkt, Stegi ist so ein Unschuldiger. Ja, finde ich auch. Stegi, es ist okay. Er ist voll schuldig. Du likest seit 2017 auf Twitter. Also ich glaube, niemand dachte von dir, dass du der komplett Brave bist. Okay, das ist so ein Multiplayer-Game. Let's go. Ich schick dir das einfach mal. Wieso hast du gamed auf deiner For You? Vielleicht, weil ich die letzten Tage und Wochen halt mich mit dem Thema beschäftigt habe. Das ist so wie bei dir. Algorithmus merkt sich die Sachen, die du anguckst und dann kriegst du die auf die For You. Oh mein Gott, es bringt gar nichts mehr. Bro, was war das für ein Blick? Dicker. Chat, ist das ein Side-Eye oder was? Oh mein Gott, es bringt gar nichts mehr. Ist es wirklich seine For You? Oh mein Gott. Digga, was ist das? Ich habe es geklickt. Warte mal. Oh mein Gott, es bringt gar nichts mehr. POV, you tested your limits while your colleagues had lunch break and now you're hoping it will come out. Come back out before they get... Oh mein Gott. Digga, was ist das? Ich habe es geklickt. Da ist alles kaputt. Es wird immer Digga, schlimmer. Geht es Stegi gut? Grünes Herz. Erster. Grünes Herz. Die Lara. Grünes Herz. Ja. Stream. Jedes Mal, wenn ich in den Stegi-Stream reingehe, höre ich dieses Die Lara-Lied. Ey, guck mal, die Lara streamt. Wenn wir hier vorgeschlagen. One thing about me, ich war ja. Egal, in welchen Stream ich reingehe, jeder reagiert.
verzichtet darauf 100 Mal! Es muss doch so langsam aufhören! Er rufte mich an, ich weiß nicht, was ich sagen soll. One thing about me, fuck ein Auto seit 4 Jahren. Aber wenn ich eines kann, dann euch beide schippen, ja. Die Lara, jetzt schon mehr Viewer. Bro, trinkt sie aus einem Totenkopf? Ja! Bro, what the fuck? Aus, also, ich habe schon wirklich viele Tassen und sowas gesehen und Becher, aber einfach aus einem Totenkopf? Man hat gerade geschrieben, du bist die größte deutsche Streamerin nach Reveal. Also irgendwann nochmal Haare grün machen. Ich glaube, nach den aktuellen Verläufen hier auf Twitch habe ich ein bisschen Angst vor Stegi dann. Hallo, hallo, ich bin's, die Lara. Also Stegi hat halt keinen Content heute, außer als auf die Lara zu reacten. Don't call my name. Muss Stegi helfen mit Stegi, Lara. Wir müssen Stegi machen lassen. Der Mann ist alt genug. Haben wir das Gefühl, dass er alt genug ist? Nein. Ja. Aber jetzt ist er doch wieder weg. Das knistert, glaube ich. Klingt jetzt besser? Nee, noch nicht viel besser. Bei mir wird nur immer geschrieben, zwischen uns knistert. Das verstehe ich nicht. Also was da knistert hat. Also ich knister, mein Mikrofon knistert nicht, oder? Nee. Ich habe mich um was gekümmert, ne? Aber behalte es in Ehren, okay? Schau mal. Oh, eine Blume. Danke dir. Pass auf, was ich jetzt mache. Ich bin der Meister. Dann würde ich sagen, ich baue mein Bett einfach mal hier hin. Und dann kannst du dein Bett hinbauen, wo du möchtest. Mm. Oh, nein, jetzt steht das blöd. Ja, egal. Egal. Wenn du das kaputt machst, dann hast du es trotzdem, oder? Ja, genau. Du kannst sagen. Das Ding ist, Chat, logischerweise werden wir halt auch wirklich nicht erfahren, ob Stegi wirklich im Submarathon sitzt und Gefühle aufgebaut hat. Also das ist halt auch dieses zwischen Internet und realer Welt. Wisst ihr, viele würden jetzt sofort antworten, ja, safe. Wir wissen nicht, was Content ist. Ich weiß nicht, ob er wirklich 100% zu Hause sitzt und verliebt ist. Also ich glaube nicht. Hallo? Hey, was geht ab? Yo, was geht? Du, ich schaue mir gerade ein Video an, deswegen nur eine schnelle Frage heute. Also dies wirklich schnell. Ja. Bist du verliebt? Was meinst du? Ach, okay, ciao, Stegi. Ja, direkt aufgelegt. Also, direkt aufgelegt. Also, sorry, ich schreibe auch sorry. Nee. Das ist halt genau das, was ich meine. Wir werden es niemals erfahren. Was meinst du? Bist du verliebt? Was meinst du? Als ob ich ihn gefragt habe, irgendwie, ob wir heute irgendwie das Rezept, keine Ahnung, was kochen wollen. Abbauen und dann nochmal platzieren, richtig. Einfach mit der Hand auf. Willst du noch umbauen oder nicht? War das jetzt zu hart? Chat? Das war wahrscheinlich zu hart, oder? Probier es nochmal. Sorry, das war zu hart. Sorry, das war zu hart. Ich habe, glaube ich, überreagiert in dem Moment. Deswegen, okay. Sorry. Okay. Wegen was denn? Nee, einfach wegen der Frage und so, wie ich damit umgegangen bin mit deiner Antwort. Weil ich dachte so, das, weißt du, das ist eine Frage, die kann man klar beantworten und, ne? Ach so, ja, naja, manchmal ja nicht, oder? Manchmal ist ja auch so, ne? Das sind ja so Gefühle, das weiß man ja nicht, oder? Okay, hast du recht, hast du einen Punkt. Also bist du gerade unsicher, also du bist gerade verwirrt. Nein. Ja, dann kannst du ja mit Ja oder Nein antworten. Ja, okay. Aber wir sind ja nicht unter uns gerade, oder? Okay. Nein, das stimmt. Aber jetzt mal, warte, wenn du im Chat guckst. Jo. Ey, ich schwöre, Stegi, du bist, guck mal, weißt du noch, kannst du dich noch an deinen 14. Geburtstag erinnern? Oder nee, sagen wir deinen 15. Jo. Guck mal, du hast dich seit deinem 15. Geburtstag extrem entwickelt, optisch gesehen, okay? Ja, aber ansonsten aber halt nicht. Der Rest gar nicht. Null. Und deswegen will ich dir auch nur noch mal kurz klar machen, als ich dich kennengelernt habe durch Craft Attack, dachte ich, da sitzt jemand, der 17 oder 18 ist. Weißt du das noch? Ja, das weiß ich noch, ja. Ja, wir haben am Berg gechillt und dann, ja, genau, okay, alles klar. Das wann weiß ich noch. Wann gehen wir mal wieder Minecraft? Dafür müsste ich wahrscheinlich so dein Wecker steht immer um 12 Uhr geht's los, aber wirklich bist du da um 14.30 Uhr. Für Minecraft müsste ich wahrscheinlich so um 16 Uhr da sein, oder? Oh mein Gott, warum machst du es so? Okay, ich bin nächste Woche in Köln, ich komme vorbei. Ich komme wirklich abends vorbei. Ich komme abends vorbei bei dir, ja. Ich überlege mir wirklich, ob das klappt. Das können wir vielleicht machen, ja. Ja, aber Montagabend kann ich kommen. Montagabend? Yes. Ey, wir schauen, ob das klappt. Ich kann gut sein. Rinje hauen, Bruder. Ich wünsche, Stegi, mach's gut, schönen Abend. Ciao. Ey, der Typ, Mann. Willst du noch umbauen oder nicht? Nö. Okay. Was machen wir jetzt? Nein. Aber es ist Nacht, Zeit schlafen zu gehen. Dann sollten wir schnell hochgehen, ja. Hast du es umgebaut? Nö. Nur den ganzen Müll an, sag ich dir. Wie in deinem Streamingzimmer. Ja, das ist das alte Setup, Chat. Das ist das alte Setup, richtig? Nein! Ach du Scheiße. Warte mal, was macht der mit den ganzen Deckeln, Chat? Achtet jetzt mal bitte auf die Facecam, wenn sie weg ist, was da abgeht. Holy shit. Das sind alles Flaschendeckel. Das ist wie dieser Spinnenclip, den wir vorher gesehen haben, wo auf einmal tausende Spinnen sind. Das sind einfach Deckel. Und ich sage euch eins,
dafür, dass er seit über 100 Tagen live ist, 130 Tage, hält sich das, und ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich finde, es hält sich noch in Grenzen. Aber ich muss euch auch ehrlich sagen, für mich wäre das, also ich könnte das nicht. Aber natürlich erst im Livestream, ne? Wenn er sagt, ey, Stream geht um 12 Uhr weiter, er muss schlafen und dann aufstehen, das alles aufzuräumen, ist halt, der kann es auch nicht im Stream machen, weil er keine Facecam hat. Also du brauchst jemanden, der eigentlich vorbeikommt, den du bezahlst, eine Haushaltshilfe zum Beispiel, während du weiter am Stream bist. Und es ist super dumm und dulli, aber anders geht es gar nicht. Aber es hält sich noch in Grenzen. Für mich wäre es nichts, aber ist halt, wenn du ständig live bist, ne, mit der Facecam oder dem Aspekt, schon schwer. Das ist jetzt meine Bude nach 100 Tagen Open-End-Stream. Wenn es eine gibt, die ich gerade daten würde, so für einen Influencer, dann habe ich auch gedacht, wer ist die Lara, Bruder? Was? Oh mein Gott! Ich, das darfst du nicht sehen. Ich bin reich! Wer ist das? Oh. Wer ist das? Oh. Chef Strobel. Jawoll! Der Chef Strobel! Yeah! Ohne Witz, das ist bisher der schönste Affe, den ich je gesehen habe. Noch vor Chef Strobel. Ich möchte jetzt hier für alle Leute... Oh. Ja, okay. Das ist schlecht gealtert tatsächlich, ja. Für alle Viewer von satter, hungriger Hugo einmal prädestiniert sagen, als gesammelte Vereinigung der Streamer, keine Clips mehr von Chef Strobel in diesen Videos sehen. Chef Strobel Compilation einfach, was passiert hier? Warum ist er so relevant auf einmal? Nur weil er ein bisschen reimt oder was? Nur weil er sagt Hausmaus Klaus. Das ist alles, um in satter Hugo Videos zu kommen. Wenn du in so einem satter Hugo Video drin vorkommst, das ist ja für die Social Media Streamer, das ist dann immer wie Champions League. Oder wie eine Nominierung von Nationalspielern. Satter Hugo. Das ist wirklich jetzt, ne? Ich sage euch ehrlich, wäre ich jetzt ein Streamer, also wäre ich jetzt Boucher, Revi oder Max, okay, Max, der hat gerade ganz andere Probleme, wäre ich jetzt Boucher oder Sebastian, Bro, ich wäre erstmal offline, oder wenn ich online kommen würde, mit einer riesen Torte, Benjamin Blümchen Torte und Entschuldigung, ich schwöre es euch. Wenn du in so einem Satter Hugo Video drin vorkommst, das ist ja für die Social Media Streamer, das ist ja dann immer die Champions League. Oder Champions wie eine Nominierung. Das ist für mich wie Geburtstag und Silvester auf einmal, wenn ich nicht in diesen Videos vorkomme, dann bin ich als Streamer traurig zu Hause und überlege, was die letzten Wochen falsch war, weil ich nicht vorgekommen bin. Und dann komme ich auf die Lösung, okay, ich war ja einfach nur nicht live, weil ein lustiger Typ, das bin ich ja prinzipiell. Satter Hugo ist der Bundestrainer und wenn ein Video ist, ist Länderspiel und dann werden die Leute nominiert fürs Länderspiel. So ist das vergleichbar. Ich hab's geschafft, Digga. Ich bin in einem Satter Hugo Thumbnail, Digga. Let's f***ing go. Ihr werdet es nicht glauben, ich bin nach 4 Jahren Streaming das allererste Mal in einem Satter Hugo Video. Guckt es euch an, ich konnte selber nicht fassen. Da stehe ich, Leute. Ich stehe da. Digga, was? Ich hab's geschafft, Chat. Da darfst du nicht anrufen und sagen, ich bin witzig, nehme ich mal ins Video mit rein. Ich würde gerne ins hungrige Hugo-Video kommen. Nerv nicht! Die fliegt irgendwie immer irgendwo hin und dann streamt die da so IRL mit so 4-5 Leuten. Das ist eigentlich immer voll cool. Aber diesmal war es halt nicht so cool, weil Chef Strobel dabei war. Oh, ey, ganz kurz. Also auch an Fabos Stelle. Aber auch darüber hinaus, Chat. Ich habe den wahren Übeltäter ja noch gar nicht bei Namen genannt. Auch an satter Hugo Stelle. Loru, ihr seid diesem Mann eine Entschuldigung. Ihr seid, jetzt kam das Video. Und da sitzt du ja nicht zu Hause und denkst so, ja, scheiße, gelaufen. Sondern, weißt du, du sitzt ja eigentlich zu Hause und denkst so, verdammt, ne, es war eins drüber. Also, es ist wirklich, da könnt ihr euch was überlegen. Wenn ich würde eine Torte machen lassen. Wenn ich Loru, Boucher, Revi oder Fabo wäre nach dem Video, würde ich wirklich zu einer Bäckerei, Konditorei gehen und würde einen schönen Radiant-Kuchen, ne, einen Kuchen einfach, wo dieses Radiant-Logo drauf machen, für Chef einfach besorgen. 2011, 17.800 Euro Jahresumsatz. Keine 2.000 Euro. Es gibt, glaube ich, in Deutschland niemanden, der weniger macht. Naja, einen gibt es dann noch. Ja, der Chat weiß es. 700 Leute spammen Chef Strobel rein. Oh, Mann. Ey, also, ich will, eigentlich sollte ich auch, ich will daraus jetzt nicht noch eine größere Nummer machen, okay? Aber, Bro, mein geschätztes Einkommen letzte 7 Tage 51 Euro. Ich habe es tatsächlich in die Insta-Story von Rosin geschafft. Was ist das mit Frank Rosin, Digga? Warum reactet da momentan hier da drauf? Ich habe das nicht mitbekommen, weil es Content ist. Ja, achso, okay. Ist was Gesundes. Ein Tata, ein Tata, ein Tata, Tata. Sehr gut. Ja? Sehr gut. Einbauen. Mach jetzt. Hops. Ja.
Freunde, es ist der Wahnsinn. Wir haben ihn hier, den einzig wahren. Was machst du hier? Was machen Sie hier? Ich weiß nicht, inwiefern du das mitbekommen hast, dass Frank Rosin auf Twitch sehr groß ist einfach momentan. Ich wusste, dass da was geht bei Twitch und so. Digga, filmt Rumatra oder warum shaked es? Wer ist denn da so aufgeregt, dass er jetzt Frank Rosin ist? Das wäre dann... Was ist das denn so? Ich baue mir jetzt Equipment. Wir gehen auf Twitch live. Der war in seinem Twitch-Chat sogar. Ja, Bro. Also, ich schwöre, wenn es so weitergeht, hast du bald auch noch Merkel in deinem Twitch-Chat. Can you hear me now? Yes, yes, we can hear you. Okay, also guten Tag und guten Nachmittag, guten Abend, guten Morgen. Ich hab gehört, ihr wollt euch treffen. Der folgt mir nicht mal auf Instagram. Der folgt Zabex auf Instagram, aber mir nicht. Das ist so random. Oh. Nee, er folgt mir immer noch nicht. Ich dachte, seine Followeranzahl ist um einen gestiegen, aber es bin nicht ich, dem er jetzt folgt. Alter, du checkst täglich seine Follower? Ich check täglich seine Follower. Digga, du bist so ein Psycho. Du brauchst Hilfe. Es ist ein Step in die richtige Richtung. Genau. Ich finde, so wie ich Rumatra kennengelernt habe und so von seinem Erscheinungsbild, könnte er auch halt so eine klassische Gaststätte auch leiten. In irgendeinem kleinen Dorf, wenn auf der Autobahn Stau ist, wirst du umgeleitet durch irgendwelche Dörfer und Landstraßen und dann fährst du an Rumatra seiner Gaststätte vorbei. Kann ich mir bei Rumatra irgendwie extrem gut vorstellen. Ich weiß auch nicht, warum. Oh, danke, Rosin. Geht das Lob der Sterne. Oh. Du bist so Psycho. Einzigen Schild, den ich mir gerade jetzt anzünden soll. Ich zünde jetzt die Fackel. Oh mein Gott! Das Ding wäre fast over gewesen. Wenn das Ding einmal brennt, war's das mit der Win Challenge. Ja, Digga. Oh shit, man! Holy shit! Was erwartet er? Also, Noah, was erwartet... Also, du sagst es auch noch. Wenn ich das anzünde, ja, dann spiel warm... Ey, das ist wirklich auch so, wenn du den Finger an der Pistole hast am Abzug und denkst, ich darf jetzt nicht zu stark drücken. Und dann drückst du einfach. Aber besser halt nicht an den Kopf halten, sondern am Fuß oder so, ne? Aber auch in der RP, nicht im echten Leben, aber ihr wisst, was ich meine. Ach ja, ey, dieses Video ist tatsächlich schlecht gealtert. Lolo, wenn du das siehst, ich würde mich wahnsinnig drüber freuen, wenn du diesen Kuchen hättest für Chef. Ich bin natürlich auch nicht betroffen von der Gesamtsituation, aber ich würde halt einfach gern diesen Kuchen sehen, der von der Konditorei da gefertigt wurde. Ansonsten war es ein gutes Video. Hat mich gut abgeholt. Liebe Grüße gehen raus an Lolo und ey, Noah, Dicker. Das am Ende... Also, ich weiß nicht, was man dazu sagen soll. Was hast du erwartet? Ich habe Angst, dass bald das neue FIFA rauskommt. Aber es heißt ja gar nicht mehr FIFA, ne? Ey, Noah, pass auf dich auf und auf deine Gesundheit. Das wäre mir das Wichtigste tatsächlich, ne?